Willkommen zurück bei Halo 2. Wir haben jetzt ein Fahrzeug organisiert und werden mal gucken, was wir mit dem so reißen können. Hoffentlich eine ganze Menge. Ach, der ist ja uns. Ups. Leider hier noch keine Brute-Bikes. Die Brute-Bikes sind so cool. Meine Lieblingsfahrzeuge neben dem Panzer. Weil die kommen, die waren ganz neu, waren die in Halo 3 und in Halo Reach kamen sie dann halt auch wieder vor. Also diese kleine Problematik, die die Halo-Spieler alle haben. Dass sie irgendwas Cooles eingeführt haben, was irgendwann halt mal neu war. Und dann mussten es natürlich alle anderen Teile auch haben. Weil es halt cool war. War jetzt eigentlich richtig? Also noch wieder Gegner da. Wird schon passen. Kam ich her? Fahren wir mal den Weg hier weiter. Dass hier nicht wirklich irgendwas abgeht, aber... Wuhu! Fahrzeug fahren! The High Road! Ein Highway. So ist übrigens der Name Highway entstanden. Weil es in der Tat die etwas höher gelegene Fahrbahn war. Auf die man nicht so ohne weiteres drauf kam. Und somit über die normalen Straßen drüber ging. So entstand der Name Highway. Das ist nur beim kleinen Rande hier. So mal ein bisschen. Es lernt. Auf diesem Kanal. Nicht immer nur Geballer seht. Da liegt irgendwie Supply Cash mäßig was unterwegs. Ach, auch uns. Entschuldigung. Ah. Das Warthog-Äquivalent. Was man auch hier wieder einfach ignorieren kann. Weil man einfach weiterfahren kann. Wuhu! Da sendet was fröhlich vor sich hin. Und wir steigen wieder auf. Das muss ja hier ruckzuck gehen. Sonst langweilt ihr euch ja. Wuhu! Achterbahn fahren! Rückwärts. Ach. Das weckt immer so die kindlichen Freuden. Checkpoint done. Was geht denn hier jetzt gerade? Ach, das ist die Sequenz. Ich erinnere mich. Die anstrengend sein kann. Das machen wir aber ein bisschen anders. Capture Wrath. Und planten die mal von Hand. Und kapern uns eins dieser Teile. Ah, Gewalt und Brutalität. Menschen, Tiere, Explosionen. So. Wer will nochmal, wer hat noch nicht, hä? Jeder kommt dran hier bei mir. Da sind noch zwei, die unbedingt abkassiert werden wollen. Leute, wenn ihr das wollt... Kassieren wir hier jeden ab. Das klar ist. Einer ist noch da, aber der versteckt sich zu blöd. Für meinen Wrath. Gut, hätten wir doch geschafft. Hm.
Schrotflinte? Nehmen wir mal als Zweitwaffe die Schrotflinte mit, dann heißt es, treffen wir wahrscheinlich gleich auf die Flat. Würde ich es einfach mal behaupten. Das ist ja immerhin die Universalwaffe gegen die Flat. Dann bedeutet das meistens, dass die auftauchen, wenn die Schrotflinte verteilt wird. Wobei sie gegen die Brutes jetzt auch nicht gerade schlecht ist. Nur die Brute-Flats nerven. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon vorkommen. Oft ist es ja so in Videospielen, wenn man auf die Art und Weise zugeschissen wird mit Waffen und Munition, dass dann bald ein Kampf kommt, der nicht so ganz einfach wird. Ja, ich würde mal sagen, auf geht's, oder? Kann man eigentlich an diesen Punkt wieder zurück? Falls man bei dem Kampf ein bisschen zu viel Munition verbraten hat? Sag mal, nerv mich nicht! Ich will ja wieder zurück. Hat mich zu viel Munition gekostet, sorry. Bin gleich wieder da. Sorry, Leute. Geht gleich weiter. Irgendwo war ja auch ein Rocket Launcher der Menschen. Der hat natürlich auch Stil. Ich mich gerade frage, warum der Rocket Launcher der Menschen hier rumliegt, aber nicht nachfragen. Bereitet nur Kopfschmerzen. Nachdenken ist per se in Shooter nicht die beste Idee. Zerstört einem nur das Spiel. So, dieses, so Gegner, die auf einen zustürmen, sind auch sehr beliebt geworden auf einmal, oder? Was gab's ja früher gar nicht. Also, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie es heute gern verwendet wird. Früher war das ja eher, die KI hat's einfach gemacht, weil sie es nicht besser konnte. Und jetzt ist es ja wirklich, ja, fast Standard, ne? Gegner, denen ihr eigenes Leben vollkommen egal ist und die einfach auf einen zustürmen. Da geht's weiter. Munition. Also die Mega-Ausstattung hätte man jetzt eigentlich nicht gebraucht. Hat es einen Sinn, warum der abhaut? Junge, der Kampf ist hier. Schön mal in die Menge schießen. Und eine Granate legen. Sag mal! Was ist das für ein Anstand? Das passiert, wenn man einfach auf mich drauf fährt. Ja. Ja, und du? Hast's auch hinter dir. Gut. Weiter geht's. Was passiert denn jetzt? Oh, Zwischensequenz. Dum, 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 Kameraschwenk. Nice one. Hi! Gebieter, die Räte sind sie... ermordet von den Brutes. Diese treulosen Bestien. Die Propheten hätten ihnen nie trauen dürfen. Ja, das sieht doch jetzt alles schon so ziemlich auf Finale aus, ne? Alles fliegt an einen Ort, Menschen werden an diesen Ort gebracht... Das Orakel ist auch dabei, also Guilty Spark. Nice.
Tief! Ja, was machen wir jetzt mit dem Chief? Ihr Kumpel, wo will er hin? Jo, Perl. Zur Erde, um zu beenden, was wir begannen. Und diesmal bleibt keiner von euch zurück. Popcorn! In der Stadtmitte ist ein Blutsväterschiff und Wahrheit ist dahin unterwegs. Wenn er die Allianzflotte zur Erde führt, hat sie keine Chance. Sie müssen ihn stoppen. Dieser Brute hat den Index und Miranda und Johnson. Er kann den Ring aktivieren. Tut er es, sprenge ich den Reaktor der In Emberclad wie bei der Autumn. Die Wucht zerstört die Stadt und den Ring. Nicht gerade originell, aber wir wissen, dass es klappt. So geil. Nein, ich will keine Fernzündung riskieren. Ich muss hier bleiben. Flugzeuge, Helikopter und so weiter können in Videospielen nicht landen. Erst recht nicht, wenn Flatzi fliegen. Cross Purposes. So. So, ja. Erstmal muss ich hier die Gegner hier loswerden. Ohne Schrotflinte ist es meistens recht schwer, die Flat wieder loszuwerden. Weil alle anderen Waffen nicht so wirklich funktionieren. Bei der Karabiner hier ja auch recht erfolgreich ist, wenn man mehr oder weniger auf das kopfähnliche Ding zielt. Aber ansonsten ist das auch wieder so die Sache. Ah! Spreng Hans. Mit Popcorn. Gut, Popcorn alleine tut uns nichts. Ah, scheiße. Nicht wieder auferstehen. Das ist das einzig Schlimme, dass die Flat halt auch schon Tote, also die wir schon umgebracht haben, wieder zum Auferstehen bringen können. Ah, Schrotflinte. Now we're talking. Bitch. Damn. Bam. 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 Hä? Damn. Warum schießt du denn auf mich, du dummes Mistvieh? Ich will doch auch die Flat vernichten. Mann! Manchmal ist es so, als würden... Als würden die Viecher nicht nachdenken. Ist ja auch mal cool, so ein KI-System, was Seiten erkennt, also auf welche Seite man sich schlägt. Und dann zwischenzeitlich Allianzen zulässt. Also wenn man die ganze Zeit die Gegner der Gegner umbringt, dass dann halt so kurzzeitig mal dafür gesorgt wird, dass halt genau diese Gegner, die man im Grunde beschützt hat, halt nicht angreifen. Das fände ich mal saucool, wenn irgendwann sowas mal umgesetzt wird. Fürs erste Crisis war es ja angekündigt. Hat dann aber letzten Endes nicht funktioniert. Wie so vieles beim ersten Crisis nicht funktioniert hat. Da kannst du mal aufhören rumzutänzeln. Ja, ich bin ja schon dabei. Meine Güte. Komm.
es hackt, mich hier auch noch zu hetzen. Vor allem erst recht nicht, wenn die Folge vorbei ist, wie ich gerade eben sehe. Also, dann tschüss, macht's gut, bis denne.